Wir sind angekommen. Und was vor uns liegt, ist mehr als nur ein karibisches Abenteuer. Es ist ein Versprechen auf eine Zeit voller unvergesslicher Erlebnisse. Barbuda, diese besondere Insel, entfaltet vor uns ihre Geheimnisse. Hier finden wir endlose Strände in Farben, die man sonst nur erträumen kann. Einsame Steilküsten und geheimnisvolle Höhlen. Viele sagen, dass Barbuda so ist, wie die Karibik vor Jahrzehnten war. Wild, unberührt und voller natürlicher Schönheit. Die Menschen hier sind stolz und kraftvoll, tief verwurzelt in ihrer Heimat. Und unter ihnen lebt eine einzige weiße Frau, die in Barbuda ihren Platz gefunden hat. Diese Insel ist anders. Und genau das macht sie so einzigartig. Barbuda ist ein Ort, der sich uns erst nach und nach eröffnet. Und wir können es kaum erwarten, alles zu entdecken. Aber halt, stopp! Noch sind wir unterwegs und werden erst morgen Nachmittag an unserem Ziel ankommen. Fisch, komm raus! Auch das noch. Ein eher seltenes Ereignis. Normalerweise trübt das Seegras in der Karibik Björns Freude am Angeln. Doch diesmal hat er Glück. Weit und breit kein Sargassum, wie sonst so oft. Oh, ein Korallenfisch! Oh nein! Ja, lass ihn wieder rein. Bye bye. Das ist das Pech an Antiguas Westküste. Hier ist so flach, 3-4-5 Meter. Da schwimmen halt auch Korallenfische rum. Und so einen kleinen Süßen wollen wir nicht, lieber einen Raubfisch. Unser Zwischenstopp führt uns nach Antigua, genauer gesagt in die Jolly Harbor Bay an der Westküste. Von dort aus starten wir morgen früh unseren letzten Sprung hinüber nach Barbuda. Sand im Licht, Land in Sicht. Statt Fisch gibt es wieder einmal zu Andreas Freude frisches Obst. Ist eh viel gesünder. Und wieder mal ideales Timing. Wir sind pünktlich angekommen und können noch den schönen Sonnenuntergang genießen. Ja, endlich! Wir sind auf dem Weg nach Barbuda. Da wollten wir schon so lange hin. Als wir letztens hier hochgefahren sind, haben wir es leider nicht geschafft. Nicht zeitlich, aber da stimmte die Windrichtung nicht so ganz. Denn Barbuda hat die Besonderheit, es liegt nicht ganz auf der Route. Es liegt sehr weit östlich und somit muss man schon ein gutes Wetterfenster abwarten, um überhaupt dahin zu segeln. Das machen nicht viele, weil das ist auch anstrengend, weil man hoch am Wind hinsegeln muss. Wir haben jetzt ein gutes Wetterfenster gefunden. Wir haben 15 Knoten Wind. Wir kommen dort gut hin mit 5 bis 6 Knoten Geschwindigkeit. Und jetzt kommen wir gleich an und wir sind total gespannt, ob es wirklich so ist, wie wir uns das vorstellen. Große Sandstrände und sehr verwildert, sehr ursprünglich noch. Es soll super schön sein. Wir nähern uns hier Barbuda und das Spannende ist hier, dass die Seekarte von der Avionics zumindest überhaupt nicht stimmt. Hier ist ein riesiges vorgelagertes Riff, das Palaster Reef in dem Bereich. Das geht wesentlich weiter nach Westen als hier auf der Karte angezeigt. Und das sind wahrscheinlich die Gäste von Roberto De Niro. Der hat hier vorne sein Anwesen, aber das erzählen wir euch später mal. Ja, dieses Riff, dieses Palaster Reef, also ist falsch eingezeichnet, definitiv. Also darf man sich nicht drauf verlassen, falls ihr mal in der Gegend seid. Und von Freunden, von Yvonne und Paul, die haben wir auf St. Martin getroffen. Die haben uns mal Sachen nachgebracht über den Atlantik. Die sind bei Antigua, auf der Windseite von Antigua sind die auch aufgelaufen, auch weil das nicht stimmte mit der Karte.
Von daher gilt die alte Regel, in Korallengebieten nur bei gutem Tageslicht segeln. Also zwischen 8 und 16 Uhr. Dann spart man sich viel Unglück. Aber da vorne wird es jetzt unglaublich türkis. Das sieht genial aus. Um auf Nummer sicher zu gehen, klettert Björn entschlossen den wackelnden Mast hinauf, während das Schiff durch die Wellen tanzt. Selten war das Hochklettern für mich so entspannt, da die ruhige See ein sanftes Aufsteigen ermöglicht und zugleich so beeindruckend aufgrund des atemberaubenden Korallenreichtums rund um unser Boot herum. Meine Vorfreude auf zukünftige Schnorchelausflüge wächst sekündlich. Und ich frage mich, welches faszinierende Unterwasserleben uns hier wohl erwarten wird. Von hier sieht man übrigens deutlich, dass unsere Erde eine Kugel ist. Hoch oben hat er alles im Blick, um die Riffe und Bommis präzise auszumachen, damit ich unsere Saira sicher in die Bucht steuern kann. 50 Meter kannst du noch. Das war eine schöne Aussicht. Sensationell hier. So, da vorne ist wieder das nächste Riff. Hier sind überall Bommis. Das heißt, wir müssen Slalom fahren. Bommis sind isolierte Korallenstöcke, die wie bedrohliche Säulen aus dem Sand in die Höhe ragen. Manchmal bis kurz unter die Wasseroberfläche. Auch wenn der Begriff niedlich klingt, bergen diese natürlichen Hindernisse erhebliche Gefahren für uns Yachtis. Unser Navi zeigt deutlich, dass der Ankerplatz von Riffen und Bommis umgeben ist. Daher ist noch einmal volle Konzentration und präzises Manövrieren gefragt. Wenn es braun wird, dann sitzt man auf, bei schwarz ist zu spät. Wenn es so froschgrün wird, so fies giftig grün, dann ist es auch zu flach für unsere 1,80 Meter Saira. Ja, und hier sollte man wirklich nur tagsüber fahren, mit Sonne im Rücken oder halt Sonne von oben, klar. Und dann ist es eigentlich kein Problem. Aber diese Insel hat, glaube ich, über 200 Wracks in der Vergangenheit produziert. Von daher ist es nicht ganz so ungefährlich. Hier ist das beste Beispiel. Hier kann man das super erkennen, dass wenn man gegen die Sonne fährt, dass man dann nichts, aber auch gar nichts sehen kann. Das Wasser spiegelt sich total. Fährt man mit der Sonne, sieht man die wunderbar, die Korallen. Ja, traumhaft. Man kann es schlecht erwischen. Kein Schwell und zwei wunderbar hochgelobte Riffe sind ums Rum. Jetzt erstmal was essen, sich stärken und dann gehen wir noch mal einmal ins Wasser. Wir sind überwältigt von dieser Symphonie der Natur. Die Farben, Formen und Bewegungen der Lebewesen wirken wie kunstvolle Elemente, die sich zu einem wunderschönen Gesamtwerk verbinden.
Die schillernden Korallen und die Ruhe der Tiere lassen uns den Stress der kniffligen Einfahrt vollkommen vergessen und entführen uns in ein magisches, harmonisches Unterwasserballett. Es fühlt sich an, als wären wir Teil einer großartigen Aufführung der Natur, die uns immer wieder aufs Neue fasziniert. Wir gehen hier gerade den Strand entlang und suchen das Anwesen von Roberto De Niro, Robert De Niro. Und hier rechts haben wir was gefunden. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ist das 250 Millionen Euro wert? Komm, wir gucken uns das mal näher an. Ja, schon mal einbruchsichere Tür. Das kostet ein bisschen was. Aber hurricane-sicher ist das nicht. Auch hier vollständig eingerichtete Küche. Da wir uns an der Südspitze Barbudas befinden, ist die raue Atlantikseite nicht weit. Los geht's. Echt geiler Spot hier. Der erfrischendste Spot auf ganz Barbuda. Barfußlaufen ist hier nur was für Profi-Fakire. Hier möchte man als Schiffbrüchiger nicht angeschwemmt werden. Also wenn ihr einen Atlantik über Bord fallt, Südspitze Barbuda bitte meiden. Das ist echt ein magischer Ort, voller Wildheit. Genial. Während wir zum Schiff zurückfahren, wird uns bewusst, wie stark der Kontrast zwischen den beiden Seiten von Barbuda ist. Die windzugewandte Seite zeigt sich in rauer, ungezähmter Schönheit. Im Gegensatz dazu verzaubert die Leeküste mit einer sanften, fast idyllischen Ausstrahlung. Hier verwandelt das türkise warme Wasser die Ufer in eine friedliche Oase, die Seele berührt. Als Segler, die wir hier vor Anker liegen, fühlen wir uns geborgen. Umhüllt von der sanften Ruhe der Bucht und können tief durchatmen, während die Strapazen der Überfahrt hinter uns liegen. Unsere Fußspuren mögen vom Wind verweht werden, doch deine Unterstützung bleibt. Lass uns ein Like da und abonniere unseren Kanal, damit wir gemeinsam weiter auf Entdeckungsreise gehen können.